Und damit ein herzliches Willkommen zu NXT. Ja, Rio Rancho New Mexico. Ja, Raw ist durch, Nitro ist durch, NXT ist auch bald durch. Also, mit den Turnierdingern. Also NXT und All Elite brauchen wahrscheinlich noch die Velocity-Ausgabe, wo es ja nur ums Turnier geht. Und dann haben wir die erste Runde durch, auch die längste Runde. Ja, den Opener macht die zweite Hälfte der NXT Tag Team Champions. Jason John ist ja bereits eine Runde weiter. Wen hat denn Jason John eigentlich besiegt? Ach ja, Epico. Und der Gegner von Chad Gable. Die andere Hälfte der Colognes. Also man hätte auch ein Tag Team Match draus machen können. American Alpha gegen die Colognes. Und zwar gegen Primo. Ja, das können wir uns jetzt mal ein wenig schenken. Wollen gar nicht lange schnackeln und fackeln. Sondern hier direkt zu Potte kommen. Ja, die Fans sind gehypt. Rufen NXT, NXT. Man darf natürlich nicht vergessen. Auch von Tag Teams können einige natürlich rausfliegen, wo man es nicht erwartet. Oder halt auch weiterkommen. Also der Underdog ist nicht zwingend immer gleichzusetzen mit Erfolgsquotient. Obwohl es bei NXT irgendwie keinen überraschenden jetzt groß gab. Oh, da hat sich Chad Gable aber gerade gar keinen Gefallen getan. Oh, sehr schön. Und einmal drüber und ins Knie rein. Und schöner Judo-Überwurf. Ja, so sieht's aus. Auf irgendwas wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Ich hab's bereits vergessen. Ja, schöner Choke. Choke. Oh, ja, Gott nochmal. Zieht sich wie so ein roter Faden hier durch, dass ich in letzter Zeit das Sprechen verlernt habe. Der Sprachautismus im hohen Alter. Gewöhnt euch dran, da kommt ihr auch noch irgendwann hin. Und was zeigt uns jetzt Primo Leg Drop? Und das Cover. Bis zwei? Naja, fast bis zwei. Ja, schöner Form und Spin Kick. Ja, er kommt hoch, fängt sich einen Schlag ein. Und bald haben wir ja auch das Pay-Per-View. Ist ja auch jetzt schon Ende der Woche. Ich weiß jetzt nur nicht mehr von wem. Jetzt gibt es aber einen schönen Crossbody. Oh, spannt da die Rückenmuskulatur an. Ja, davon haben natürlich die Leute hier im Wrestling mehr als genügend. Und wieder geht's aufs Bein. Und tritt gegen die Fontanelle. Oh, sehr schön. Ja, da habe ich mir schon gedacht. Rope Break. Da war er zu nah am Ringseil und Primo weiß natürlich, wo das Ringseil sich befindet. Unerfahren ist er ja nicht. Sonst würde er hier nicht im Ring stehen. Ah, Chad Gable jetzt auf jeden Fall in Control. Außerdem er wieder mit Jason Jordan, ich muss gerade aufpassen, dass ich mich nicht hier im Satz verhaspel, mit Jason Jordan zusammen American Alpha gegründet hat und auch Tag Team Champion ist, geht's, was seine Karriere betrifft, sehr gut bergauf. Ja,
Jetzt geht er aufs Middle Rope. Ja, der Swanton geht daneben. Und jetzt kommt Primo wieder zurück ins Match. Aber ist es nur ein Strohfeuer? Oder tatsächlich die Wende? Schöner Diskus-Vorarm. Und noch ein Neckbreaker. Ja, hat er wahrscheinlich das Ohr noch mitgezogen. Ja, Kickout bei Null. Und da geht's hoch und wunderschön. Ja, er lauert. Ich glaube, das soll jetzt der Endspurt werden. Ja, tiefgezogener German Suplex, der die Entscheidung bringt. Bisschen unspannend. Spektakulär jetzt das Ende, aber naja. Ja, hier nochmal ein paar Wiederholungen. Der schöne Legdrop, also Primo, gute Leistung, kann man nicht anders sagen. Ja, hier auch mit dem Neckbreaker hat ein paar schöne Aktionen gezeigt. Ja, und da der German. Ja, Chad Gable. Also die Tag Team Champions von NXT. Alle eine Runde weiter. Und wir kommen zu The Nexus Matches. Und da wir schon mal gerade bei zwei Tag-Teams waren, die im Einzel aufeinander getroffen sind, machen wir gleich so weiter. Die Hälfte der Street Profits. Ja, entweder Angelo Dawkins oder Montez Ford. Und es ist natürlich Montez Ford. Angelo Dawkins muss ja auch noch sein Match bestreiten. Und er trifft heute auf die Hälfte von TM61, also Team 61. Ja, Nick Miller ja leider schon raus, ist ja gegen Sin Cara rausgeflogen. Das heißt jetzt nur noch praktisch Shane Thorne im Turnier dabei. Der Mann aus Australien, die australische Hoffnung. Gut, beide, wie gesagt, aus dem Tag-Team-Bereich. Oh, schöner Single-Leg-Lariat. Ja, Montez Ford war ja auch schon Tag-Team-Champion mit Angelo Dawkins. Also die Street Profits haben sich ja da die Tag-Team-Gürtel vom B-Team geholt. Und haben sie jetzt an American Alpha ja wieder verloren. Ah, schöner Backdrop. Aber kurz mal so out of the box gesprochen. Diese Beinschiene, die Shane Thorne da hat. Also wenn ich mir da so einen animierten Steve Austin ansehe, der ja auch sowas hat, da ist es besser animiert. Bei ihm wirkt das einfach nur so draufgeklebt. Und wieder Single Leg Lariat. Da ist Angelo Angelo Dawkins, wollte ich schon sagen. Montez Ford gerade mal so auf den Beinen wieder. Und tritt gegen den Brustkorb. Also Montez Ford, der geht hier gerade mit wehenden Fahnen unter. Oh, schöner Dropkick. Also der hat sich jetzt hier wirklich gewaschen. Oh, Montez Ford mal mit einer Aktion, wird aber gleich hier wieder in die Bredouille oh Gott, Sprachautismus. Okay, da ist aber ausgekontert worden. Was hätten das eigentlich werden sollen, wenn ich mal so fragen darf? Also ich glaube, dass Montez Ford hier nicht so sonderlich beliebt ist. Ah, Kickout bei 1. Oh, klatschender Chop. Ja, da war Montez ein bisschen fixer.
Und jetzt darf Shane Thorne mal ein bisschen laufen. Ja, Single Leg Lariat, so die Allzweckwaffe von ihm. Und, ja, harte Clothesline. Aber ganz hart. Ja, Whip in die Ringecke. Und jetzt hat's gesessen. Oh, er lauert, er wartet. Naja, er hilft ihm beim Aufstehen. Und Clothesline gegen den Hinterkopf. Für gewöhnlich ist dann Ende im Gelände. Und das war's wirklich. Shane Thorne ist eine Runde weiter. Also einer von TM61 in der nächsten Runde. Also auf jeden Fall ein großer Erfolg für ihn. Ja, er freut sich ein Schnitzel, ganz klar. Erstmal mit seinem Tüchlein. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Qualification Match. Und jetzt kommen wir zum Halbzeitmatch. Ja, Shock the System, also die Undisputed Era. In Form von Kyle O'Reilly. Ja gut, Adam Cole ist ja eine Runde weiter. Der hat ja Paul London aus dem Turnier geworfen. Aber wir bleiben im Tag-Team-Bereich, ist mir so aufgefallen. Ist ja meistens mit Bobby Fish unterwegs und sein Gegner von Heavy Machinery. Ja, Tucker ist ja eine Runde weiter. Er hat ja überraschend Will Ospreay aus dem Turnier geworfen. Stimmt, das war eine Überraschung, die hier drin war. Ja, Otis will natürlich auch eine Runde weiter, ganz klar. Und Kyle O'Reilly geht da schon so Richtung Otis. Aber Otis sieht da Kyle O'Reilly und greift direkt schon zu. Ich weiß gar nicht. Vielleicht wollte Kyle ihm auch einfach nur Hallo schon mal sagen. Ja, beim Umfallen stößt sich jetzt Otis auch noch den Kopf an. Ja, jetzt geht's in den Ring. Natürlich, Kyle O'Reilly greift sofort ein, während der Gegner noch praktisch faktisch zwischen den Seilen ist. Und Big Boot ins Gesicht. Ja, zieht sich Tucker erstmal die Weste aus. Oh, schöner Konter von Kyle O'Reilly. Und auch hier sehr schöner Konter. Also da ist schon, was das Wrestling angeht, ein großer Unterschied zwischen den beiden. Gut, Kyle O'Reilly auch dafür verantwortlich, dass Roderick Strong, er war zwar noch als Gast hier beim Turnier mit bei, aber dass er halt so ein bisschen mehr in Ruhestand geschickt wurde. Und da geht er auf das Knie los. Und schöne Head Scissor. Also Kyle O'Reilly hier systematisch, kann man sagen, geht auf den Rücken los. Von Otis. Und jetzt kommt Brainbuster. Dass er Otis überhaupt hochgekriegt hat, das ist schon... Und Elbow. Das war schon kein Elbow Drop, das war schon Elbow Smash. Aber es reicht nicht. Okay, da war gerade sehr, sehr buggy. Und, oh, da jetzt, er geht auf die Schultern. Also Otis, glaube ich, darf sich so ein bisschen durchge...
Und nochmal der Big Boot ans Gemächt. Ja, Kyle O'Reilly, der geht hier wirklich, der geht nur auf die Schultern von Otis. Klar, so kann er natürlich verhindern, dass Otis hier seine Kraft gut ausspielt, wenn ihm einfach schlicht und ergreifend, ja, dieser Big Boot, das war einer zu viel. Super Kick! Ja, Super Kick Partey. Und ja, der Leech, der Aufgabegriff. Muss Otis jetzt abklopfen oder kommt er vielleicht nochmal raus? Nein, er tappt. Das war zu viel für Otis. Und damit auch der zweite, der Undisputed Era. Eine Runde weiter. Wirklich sehr, sehr dominierend. Ja, hier der Elbow, aber auch super Match hier von Kyle O'Reilly. Kann man es nicht anders sagen. Er hat Otis wirklich dominiert. Und dann hier der Leech, der Aufgabegriff. Ja, Kyle O'Reilly. Mal gucken, ob er vielleicht irgendwann mal, wenn es so weitergeht, vielleicht auf Bobby Fish oder Adam Cole trifft. Und dann wird es richtig interessant. Egal, wir kommen jetzt zum Pre-Man-Event. Ja, Pre-Man-Event mit jemandem, der definitiv eigentlich in den Main-Event gehört. Dem ich auch sehr, sehr viel in diesem Turnier zutraue. Nämlich Ethan Carter the Third. Also Ethan Carter der Dritte. Kurz EC3. Und genau wie Eli Drake. Ich glaube, die werden hier für einige Überraschungen sorgen. Und auch sehr weit kommen. Aber erstmal muss er an seinem Gegner vorbei. Wer ist denn das eigentlich? Ah, da ist er. Ehemaliger Tag Team Champion. Mit Bo Dallas zusammen. Und ich denke mal, einige von euch werden es gerade schon gesehen haben. Handelt sich dabei um Curtis Axel. Ja, Bo Dallas ist ja auch noch im Tournament drin. Gut, ich sehe ja den Turnierbaum, ihr nicht, aber ich kann schon mal so viel sagen, größtwahrscheinlich wird Bo Dallas rausfliegen, weil... Oh, sehr schöner Backdrop. Ja, EC3 natürlich einmal, der auf Power aus ist, der auf Kraft setzt. Und ein... Nee, doch kein Neckbreaker. Snap-Suplex von Curtis Axel. Und ein Roller. Kick-out bei 1. Und ich glaube, jetzt ist EC3 so richtig pissed. Oh, Curtis Axel jetzt mit einem Bionic Elbow und einem Dropkick. Hätte ich jetzt gar nicht zugetraut. Ja, Curtis Axel muss erstmal nach draußen. Wird zwischen den Ringseilen zurückgeholt. Einmal gedreht und Neckbreaker. Gut, EC3 ist natürlich keiner, der jetzt vollkommen ausflippt und somit Fehler macht. Vielleicht hat Curtis Axel darauf gehofft. Falls ich euch zu langsam rede, das liegt daran, weil ich wirklich zwischendurch momentan auch aufgrund der Uhrzeit schon überlegen muss, was ich hier sage, dass ich nicht 15 Sätze in einem wiedergebe. Und ja, das haben wir schon im Match von Kyle O'Reilly gesehen. Und eingesprungen DDT. Da stampft er wütend auf den Boden. Ja, Side Headlock mit Handstand. Sehr schön.
Wie gesagt, ich glaube, EC3 wird hier sehr weit kommen. Da muss ich jetzt auch ein paar Punches von Curtis Axel einfangen, der ihn jetzt auf die Schulter nimmt und auf das oberste Ringpolster legt. Ich glaube, da ist Curtis Axel in eine Falle gelaufen. Und jetzt hebt er ihn hoch und lässt ihn auf den Stahl krachen. Ja, EC3 geht einmal kurz rein und wieder raus. Ja, er will Curtis Axel keine Zeit geben, sich hier groß auszuruhen. Und Neckbreaker. Alles sehr schön. Und da geht's nach unten. Und ich denke, ich glaube, das Match wird gleich vorbei sein. EC3 nimmt ihn auf die Schultern. Jetzt geht's. You spin me round. Und der TKO. Und ich wage jetzt mal eine Prognose, dass das Match jetzt vorbei ist. Und natürlich, ich hatte recht. Ja, hier sehen wir nochmal den Einroller. Wahrscheinlich hat er so gedacht, ah, ich überrumpel ihn einfach mal. Tja, hat sich Curtis Axel woanders vorgestellt. Aber EC3 einfach ein Naturtalent. Und wir kommen jetzt zum Main Event des heutigen Abends. Mit jemandem, der noch komplett ungeschlagen ist. Eigentlich zweien. Einer davon hat überhaupt noch kein Einzelmatch gehabt, also ist ungeschlagen. Sehen wir mal, wer es ist. Ja, wie schon gesagt, zwei Leute, die ungeschlagen sind. Auf der einen Seite Dominik Dijakovic, der ja von Mojo Rawley hier zu NXT geholt wurde. Mojo Rawley ja auch eine Runde weiter. Ich gucke gerade mal kurz, wen denn der gute Mojo besiegt hat. Er ist auf jeden Fall, stimmt, er hat Oney Lorcan, besiegt. Ja gut, Dominik hat zwar schon ein Match verloren, er wurde aber dabei nicht gecovert. Das war das 4 gegen 4 Match, also das In-Ring-Comeback von El Scorpio. Ja, mal gucken, wie er sich am heutigen Abend schlägt. Sein Gegner ist groß, muskulös. Da haben wir ihn, Titus O'Neil. Genau. Hatte ja bisher nur Tag-Team-Erfahrung zusammen mit Apollo Crews. Also ich glaube, Titus O'Neil würde er sich vermehrt in der Singles-Competition beteiligen. Ich glaube dann... Ich würde ihm auf jeden Fall was zutrauen. Ja, Dominik aber auch nicht gerade schwach auf der Brust. Und wie gesagt, er ist noch ungeschlagen. So ein bisschen wie Tyson Storm. Ein Match zwischen den beiden wäre bestimmt auch sehr, sehr interessant. Tyson Storm gegen Dominik. Aber Dominik hier in seiner... Oh, da hat er mal daneben getreten. Aber in so seiner typischen Art, nicht zu schnell, nicht zu langsam, konsequent... So, warum sollte man hetzen? So ein bisschen wie Mojo Rawley, könnte man sagen. Obwohl Mojo Rawley ist ein bisschen agiler. Sidewalk Slam auch sehr schön. Nur Dominik halt, ja,
Konstanz, dieselbe Geschwindigkeit. Auch immer schön mit Härte dabei. Jetzt nimmt er ihn auf die Schultern und legt ihn nach vorne ab. Mit einer Art Spinebuster. Ach, covern tut er gar nicht. Ja, hier jetzt noch ein Kick hinterher. Ja, er hat die Ruhe weg. Gut, er weiß, was er kann, wozu er fähig ist. Das weiß ein Titus O'Neil aber für gewöhnlich auch. Ja, der Punch ging ein bisschen in die Buchs. Und, ui, war erst der Ansatz zum Snapdragon. Aber dann zieht er einmal richtig durch. Ich glaube, Dominik und Titus sind in etwa gleich groß und Chokeslam! Und jetzt nochmal auf die Schulter. Und nochmal dieser Spinebuster. Und nochmal Ansatz zum Choke Backbreaker. Reicht das schon für den Sieg gegen Titus O'Neil? Nein, tut es nicht. Und jetzt erneut auf die Schulter. Das wird jetzt sein Finish. Und go to sleep. Und ist Titus jetzt benommen, bewusstlos, am Schlafen oder besiegt? Wie gesagt, ich traue Titus O'Neil viel zu, aber in dem Match hier hat er sich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ja, und jetzt hier der GTS. Und Dominik damit auch eine Runde weiter. Und wir sind bei NXT hier richtig rucki-zucki durchgekommen. Als nächstes kommt All Elite. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage, oh, bis zum nächsten Mal.